Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es mal eine Monster Odyssey. Ich möchte euch KDM und Aeon Trespass Odyssey vorstellen. Was haben diese Spiele gemeinsam? Wo unterscheiden sich diese Spiele? Ganz wichtig, es geht nicht darum herauszuarbeiten, welches Spiel besser als das andere ist. Es sind beides exzellente Spiele. Ich finde es nur interessant, weil es doch sehr viele Überschneidungen gibt, aber auch sehr viele Unterschiede. Wichtig vielleicht für die Leute, die sich nicht beide Spiele kaufen wollen oder können und dann könnt ihr vielleicht entscheiden, welches Spiel denn besser zu euch passt. Ganz cool finde ich schon mal die visuelle Unterscheidung. Ihr seht schon bei KDM alles eher in schwarz, dunkel gehalten. KDM geht die andere Richtung, alles hell in weiß gehalten. Und ich finde, das spiegelt auch das Grundthema ganz gut wider. Bei KDM sind wir sicher in einer düsteren Welt. Es ist sehr erbarmungslos das Ganze, es passieren ziemlich krasse Dinge. Und bei Aeon Trespass Odyssey ist das Ganze doch etwas hoffnungsvoller. Die Grundstimmung ist positiver, optimistischer. Ja, wie gesagt. Und das finde ich ganz cool, diesen Kontrast von Schwarz und Weiß, weil ich finde, das bringt es ganz gut rüber. Bei KDM kann es schon mal sein, dass man sich schlecht fühlt. Bei Aeon Trespass Odyssey fühlt man sich eigentlich immer gut. Auch in den Situationen, wo es gerade mal bergab geht, gibt es immer noch diesen Funken Hoffnung, der immer da ist. Und der einen im Spiel eben auch verfolgt. Bei KDM kann es so sein wie eine dunkle Höhle. Ja, man fliegt da rein und kommt nie wieder raus. Das ist KDM. Den ersten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Storytelling. Das ist ganz interessant, denn bei Aeon Trespass Odyssey wird das Storytelling eigentlich sehr klassisch betrieben. Wir haben hier drei Storybooks und in diesen Storybooks haben wir unsere Geschichte mit Text verfasst. Wir lesen diese Textpassagen und erfahren so, was passiert hier eigentlich im Spiel. Die Main Quest wird eben vorgelesen. Aber es gibt einige Kniffe. Das Ganze ist nicht so einfach, wie sich das jetzt anhören mag. Also, wie schon erwähnt, habt ihr hier die Main Quest drin, die ist chronologisch abzuhandeln. Das heißt, ihr fangt hier bei 0001 an und werdet dann eben durch den Hauptquest durchgeführt. Ihr habt auch immer wieder in diesen Storybooks schöne Stimmungsbilder dabei, aber grundsätzlich wird die Geschichte in Textform erzählt. Wichtig, ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit, dass ihr euch für verschiedene Pfade entscheidet und es wird sich dann auch die Story verändern. Die Main Quest wahrscheinlich geringfügig bis moderat verändern, aber diese Adventure Hubs, die es da nachher noch gibt, sind schon sehr random. Was vielleicht noch interessant ist, es gibt eben hier diese Storybücher, wo die Geschichte grundsätzlich erzählt wird. Wie schon gesagt, sehr klassisch mit Vorlesen und so. Gibt aber dann auch diese Storykarten. Auf diesen Storykarten wird dann nochmal etwas Story vermittelt in Form von Flufftext, aber es gibt hier auch immer wieder neue Regeln, die dann ins Spiel kommen und die so eine Art Timer sind und die Main Quest vorantreiben. Es werden hier dann Tokens angesammelt. Wenn diese Tokens eben erreicht sind, werden die Karten dann geflippt. Man hat wieder eine andere Illustration und die Main Quest geht sozusagen weiter. Das habe ich ganz cool gefunden, dass das mit solchen Storykarten gelöst worden ist, wo man dann eben auch weiß, okay, wie weit bin ich denn eigentlich schon in der Main Quest weitergekommen. Und eben auch noch als Gegenspieler zu diesen Hauptquest-Karten gibt es dann auch die Antagonist-Karten. Es ist eigentlich das Böse oder der Böse im Spiel. Und das tickt nämlich auch mit der Zeit. Also genauso wie die positiven Counter gibt es eben auch diese Doom-Karten. Und wenn du zu viel Doom anhäufst, die können auch flippen und advancen, dann verlierst du eben das Spiel. Und dann hast du eben so ein bisschen ein Wettrennen gegen die Zeit. Aber du weißt auch immer, wo du eigentlich stehst. Und wenn du im Spiel irgendwie Dinge triggerst, die eben negativ sind, dann wird diese Storyline weitergetrieben. Das Coole ist aber, das sind jetzt nicht nur einfach so Karten, die hier rumliegen, sondern in diesen Storybüchern gibt es dann eben auch eigene Abschnitte, wo dann eben in der Main Quest referenziert wird auf diese Storykarten oder eben auf diese Doom-Karten. Das ist ganz cool und weil ich es hier gerade sehe, habt ihr auch in diesen Storybooks die Fated Boxen. Und die Fated Boxen finde ich eine ziemlich coole Entscheidung. Die Fated Boxen sind nämlich so, immer wenn du ein Ereignis encounterst mit so einer Fated Box, dann machst du hier ein Pünktchen rein und dann weißt du, du hast dieses Event schon abgehandelt. Solltest du wieder zu diesem Event kommen, darfst du diese Boxen, die schon markiert sind, nicht abhandeln. Das heißt, du musst Boxen ausführen, die noch leer sind. Sprich, du hast hier immer wieder andere Stories, die aufpoppen können, eben wegen diesen Fated Boxen. Also hier steckt dann sehr viel drin.
Du hast dann auch noch die Möglichkeit, hier ebenfalls wieder mit so einer Storykarte dein Schiff, also eigentlich dein Settlement, dazu kommen wir noch bei KDM, zu erforschen. Und hier erfährst du dann einfach auch nochmal Backstory zu diesem Schiff, zu dieser Argo, was eigentlich ein ziemlich großer Teil ist, auch bei Aeon Trespass Odyssey. Das ist sozusagen deine Heimat. Und da erfährst du dann einfach auch nochmal Story zu deinem Schiff. Und das Coole ist, du kannst dich auch entscheiden, möchtest du eben die Mainquest vorantreiben oder möchtest du mehr Hintergrundwissen über das Schiff erfahren, wodurch du natürlich auch wieder Rewards und so weiter bekommst. Aber auch diese Inward Odyssey, hier haben wir sogar, wird auch eben in Textform vorgelesen und dir präsentiert die Story. Was wir dann auch noch haben, sind diese Charakterkarten. Das sind eigentlich Ability-Karten, also Fähigkeiten, die deine Helden ausrüsten können. Ich sage jetzt Helden, weil sie einfach leichter sind. Also es sind eigentlich bei KDM die Survivors und bei Aeon Trespass Odyssey die Argonauten bzw. Titans. Aber wir sagen einfach Helden dazu, dann ist das hier in diesem Video leichter. Und da bekommst du dann eben Fähigkeiten, aber diese Fähigkeiten kannst du auch leveln. Und wenn du diese Fähigkeiten levelst, die sind eben charaktergebunden, die kann nur ein Charakter haben, dann kannst du auch wieder hier in dein Büchlein reinsehen und hast eben zu diesen Characters nochmal deine individuelle Story. Das steht auch in den Regeln drin, die kannst du entweder privat lesen oder öffentlichen sharen, wenn du mit anderen Leuten spielst. Aber ihr seht schon, wieder in Textform. Also sehr klassisch, man liest etwas vor, man erfährt etwas und so entwickelt sich die Story. Ziemlich cool gemacht, kann ich sagen. Also auch wie das hier aufgebaut ist, wie schon gesagt, mit den Karten, mit den Storykarten, mit der Mainquest, mit den Entscheidungen, die man trifft. Und die Story ist meiner Meinung nach auch exzellent verfasst. Super cooles Ding, aber eben klassisch erzählt. Bei KDM gehen wir einen etwas anderen Weg. Hier wird die Story nicht primär durch das Lesen von Texten dem Spieler präsentiert, sondern wie man schon sieht, wenn man das Buch hier aufklappt, hat man gleich mal voll illustrierte, farbige, Seiten und hat hier ein bisschen Text dazu. Aber das ist so quasi der Anfang von diesem Spiel, wo du dich einfach mal durch eine Bilderserie mit wenig Text durchblätterst. Und hier wird eben sehr viel Fokus auf das visuelle Storytelling gelegt. Das heißt, es wird nicht in Textform dem Zuseher etwas kommuniziert, sondern in Bildform. Show, don't tell. Das ist halt einfach auch ziemlich cool umgesetzt, weil du halt einfach durch diese Illustrationen dir ein Bild von der Welt machst, reininterpretierst, um was könnte es hier gehen. Es wird hier nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt, sondern hier muss auch sehr viel das Kopfkino eines Spielers wird hier einfach angeregt. Und das finde ich auch sehr erfrischend. Und es hat natürlich auch die Vorteile, wenn hier jetzt nicht so eine super harte Mainline durchgeskriptet ist, dass die Widerspielbarkeit und die Modularität halt steigt in diesem Spiel, ja. Weil du kannst das sehr oft spielen und wirst immer wieder andere Sachen erleben. Und wie schon gesagt, es wird ja sehr viel mit Bildern gearbeitet und dann gibt es immer wieder so kleine Snippets an Text, die dir eben präsentiert werden, wo du wieder so ein bisschen was von der Welt erfährst und dann kannst du das oder musst du das kombinieren und die fehlenden Steps dann vielleicht selber einfügen und ja, ist ganz cool gemacht. Du hast dann auch noch hier die Random Events, das sind 100 an der Zahl. Durch diese Random Events, Hunt Events, das sind eigentlich Dinge, die passieren können. Aber was auch noch wichtig ist, in diesem Spiel wird jetzt nicht so viel Story präsentiert, sondern es wird auch die Story geschrieben durch die Aktionen der Spieler. Das heißt, durch dein aktives Spielen, durch Dinge, die passieren, ziemlich verrückte Dinge können hier passieren, bleibt es dann einfach auch in Erinnerung. Dann sagt man, ah ja, das war die eine Kampagne, wo dies und das passiert ist mit unseren Helden. Und das bleibt dann halt auch einfach im Gedächtnis. Das heißt, eigentlich schreiben hier die Spieler ihre eigene Geschichte und die kann eben immer komplett anders verlaufen. Aber es gibt natürlich auch hier Story-Events, die vorgegeben sind. Jedes Story-Event kommt auch, wie gesagt, mit einer voll illustrierten Seite, was halt ziemlich geil ist und noch weiteren Illustrationen. Und hier wird dann schon etwas präsentiert von der Welt natürlich, Worldbuilding und so weiter, aber eben alles sehr aufs Gameplay fokussiert. Ja, hier ist eigentlich immer etwas zu tun bei diesem Story-Event. Und ihr seht schon, der Text ist relativ wenig, sehr viel Bildmaterial und Interaktion für die Spieler. Und natürlich erfährt man dann auch bei den Monstern nochmal mehr
über die Monster. Ja, ist ziemlich cool. Hier gibt es zum Beispiel am Anfang ein Event. Hier steht noch relativ viel Text, was so passiert. Aber das ist nicht alles. Du hast dann auch noch solche random gezogenen Settlement-Events. Du hast eben so eine Basis, so ein Settlement, wo du eben schauen musst, dass deine Population eben überlebt, also dass dein Volk überlebt bis zum Ende des Spiels. Und hier ziehst du dann eben auch so random Karten raus. Und da ist dann auch immer Text oben mit Illustration und irgendeine Interaktion, was eben dann die Helden überwinden müssen. Und so ist es eigentlich sehr modular und sehr random aufgebaut, wo ich einfach random Karten ziehe, random Events trigger und ziemlich krasse Dinge passieren können. Und dadurch schreibe ich dann eben so meine eigene Geschichte. Auch ganz cool, hier in diesem Main-Heft wird am Schluss dann noch das Ganze beendet mit einem Comic. War auch ganz cool umgesetzt. Also auch ziemlich cool. Noch kurz zum Vergleich. Beide Spiele von der Story ziemlich cool. In den einen wirst du weniger lesen, mehr Bilder schauen, mehr Kopfkino, mehr Randomness. Und im anderen hast du halt wirklich deine vordefinierte, super geschriebene Storyline, die halt auch episch ist, ja. Kurz das Thema der Miniaturen noch besprechen. In Aeon Trespass Odyssey kommen die Figuren fertig zusammengebaut. Das heißt, du nimmst diese Figuren aus der Box und die sind einfach ready to go. Du kannst sofort losspielen. Ich finde, dass diese Figuren auch ziemlich gut designt sind. Ist auch ein Haufen an Figuren hier drin in der Box. Aber nur zum Vergleich, in KDM ist es eben so, dass du deine Figuren selber zusammenkleben musst. Das heißt, du musst diese Dinge hier ausknipsen, diese ganzen kleinen Miniteile, und musst diese dann halt mit Kleber zusammenfixen, musst dir im Internet Anleitungen raussuchen, wie das Ganze denn funktionieren könnte, musst vielleicht einige dieser Teile nochmal abfeilen, weil die nicht exakt passen, hast dadurch aber doch, wie ich sage, nochmal einen besseren Detailgrad hier bei den Figuren. Aber das ist halt eine Sache. Macht dir das Spaß, wenn du deine Figuren auch selber zusammenklebst? Oder sagst einfach, mir ist das lieber, wenn die kommen und ich kann gleich losspielen? Also wie gesagt, der Detailgrad ist eigentlich auch bei diesen Aeon Trespass Odyssey Figuren cool, sehr cool. Und ich finde auch die Posen cool. Da gibt es eigentlich gar nichts. Nur kurz, ich war auch am Anfang, ich wusste nicht, gefällt mir das? Ich mag eigentlich meine Figuren nicht selber zusammenkleben, habe ich noch nie gemacht. Hatte dann aber eigentlich ziemlich viel Spaß dabei. Und man baut halt schon eine gewisse Bindung auf zu diesen Monstern, wenn man die selber stundenlang zusammenklebt. Also das war schon auch cool. Nachteil ist natürlich, diese Dinger stehen jetzt alle bei mir im Schrank, weil die gehen natürlich nicht mehr rein in die Box. Bei Aeon Trespass Odyssey kannst du die halt einfach wieder zurück in die Box legen und fertig ist. Und das wollte ich noch kurz hinzufügen, weil das natürlich schon ein großer Teil ist auch des Spiels. Ja. Bei KDM zahlst du natürlich auch für diesen Detailgrad der Monster, und wie gesagt, du musst sie halt selber zusammenkleben, dass ihr hier Bescheid wisst. Ganz wichtig ist natürlich bei diesen beiden Spielen das Monster-Design. Beide Systeme kommen mit einem Hit-Location-Stack daher, sowie mit einem AI-Deck. Das AI-Deck definiert einfach, was das Monster in seinem Zug macht, und das Hit-Location-Stack definiert, wenn ich mit meinem Helden einen Angriff treffe, wo ich denn das Monster verwunde. Also das ist grundsätzlich mal gleich bei den beiden Spielen, aber jetzt schauen wir uns mal das KDM-System genauer an. Bei KDM ist es so, dass hier diese AI-Karten unterteilt sind in Basisaktionen, in Advanced-Aktionen und in legendäre Aktionen. Es gibt dann auch noch solche Traits, also S-Karten, die eben dann ausgelegt werden, die das Monster auch nochmal verändern können. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Monster im Level ansteigen kann, von Level 1 bis Level 3, 4. Und je nachdem, welches Level dieses Monster hat, werden dann unterschiedlich viele Karten dieser Basiskarten bzw. Advanced und eben auf höherem Level diese legendäre Karten reingemischt. Das heißt, dass ich dieses Deck immer neu zusammengestellt wird, weil eben gerade auf den geringeren Leveln ein Großteil dieser Karten gar nicht im Deck enthalten ist. Ich aber gar nicht weiß, welche Karten nun drin sind und welche nicht. Das ist natürlich ein großer Vorteil, denn dadurch spielt sich das Monster immer etwas anders, weil eben die Zusammensetzung dieser Basis- und Advanced-Actions immer anders ist.
Also mal grundsätzlich der Aufbau des AI-Decks. Was bei dem Hit-Location-Deck noch ganz cool ist, ist, dass es hier in jedem Hit-Location-Deck eine Falle gibt. Wenn du diese Falle ziehst, passieren halt immer schlechte Dinge normalerweise. Und das Ding wird gemischt. Und jedes Mal, wenn ich eine Wunde mache oder eben treffe, dann wird dieses Deck kleiner. Die Karten kommen auf die Ablage. Und du weißt einfach immer, dass die Trap irgendwann kommt. Es gibt halt auch einen gewissen Spannungsgrad. Weil wenn da hier nur noch vier Karten drin sind und du weißt, eine davon ist die Trap, dann kannst du da eben auch taktisch drumherum spielen. Da gibt es dann eben Möglichkeiten im Spiel, wie man das Hit-Location-Stack ja auch etwas manipulieren kann. Die AI-Karten sind ziemlich gleich aufgebaut wie bei Aeon Trespass Odyssey. Zum einen sehe ich einfach mal, okay, was macht denn das Monster eigentlich in seinem Zug? Wer ist das Target? Und führt dann eben eine Aktion aus. Was besonders ist bei KDM sind auf alle Fälle hier diese Windows of Opportunities. Und wenn ihr eben hier solche Möglichkeiten seht, um zu acten, dann wird es in diesem Spiel interessant. Und dann kommen wir zu den Survival Actions. Also die Survival Actions möchte ich nachher noch im Detail besprechen, aber nur jetzt fürs Video. Diese AI-Karten, also für diesen Part, für diesen Monster-Part, diese Unterbrechungen in der Monster-Aktivierung geben uns einfach als Helden die Chance, im Zug des Monsters einzugreifen. Und das ist eins der besten Dinge, die es in KDM gibt. Meiner Meinung nach sind eben diese Windows of Opportunities, weil du eben nicht nur stupide zusiehst, was das Monster denn jetzt macht, sondern du kannst aktiv eingreifen, du musst dich taktisch entscheiden, möchte ich jetzt eine Aktion machen mit meinem Helden oder nicht? Und das kann natürlich über Leben und Tod entscheiden. Also diese Windows of Opportunities sind extrem wichtig in diesem Spiel. Dann gibt es hier noch Unterschiede. Es gibt einfach die normalen AI-Karten, die einfach ausgeführt werden des Monsters. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass du hier Moods rausspielst. Das heißt, wenn diese Karte gezogen wird, kommt sie wird sie ausgespielt und bleibt im Spiel, bis irgendeine Fähigkeit oder Regel diese Karte wieder ablegt. Das sind diese Moods. Das heißt, die verändern auch aktiv das Verhalten des Monsters im Kampf. Dann gibt es noch andere Karten wie die Duration. Die Duration wird dann einfach auf das Deck zurückgelegt. Ich habe dann einen Zug Zeit, dass ich das verhindere oder mich richtig positioniere und dann wird diese Karte nochmal abgehandelt. Also in Sachen AI-Vielfalt gibt KDM extrem viel her. Spielt sich super unterschiedlich die Monster, auch die unterschiedlichen Monster, die es hier gibt. Und was eigentlich auch in Kombination natürlich mit dem Hit-Location-Stack der Fall ist. Weil auch die Hit-Locations haben auf alle Fälle Charakter drin. Zum Beispiel dieser White Lion hat als Reaktion, wenn ich den angreife, oft hier so eine Movement-Aktion drinnen. Und da muss man natürlich schon sein Loadout exakt anpassen an das Monster. Hit-Location-Stacks sind natürlich auch noch interessant, denn fast jede, also viele dieser Hit-Locations haben auch eine Critical Wound dabei. Das heißt, wenn ich einen Crit erwürfle, passieren hier immer besondere Dinge. Und grundsätzlich ist es halt extrem gut designt bei KDM, finde ich, die Monster. Also das AI-Deck in Kombination mit dem Hit-Location-Stack. Das Hit-Location-Stack von dem White Lion ist natürlich ziemlich basic, aber es gibt dann auch Monster, wo das auch schon advanced ist. Im Vergleich dazu natürlich Aeon Trespass Odyssey, da ist das Ganze so, also wie schon gesagt, wenn ich jetzt da in KDM eine Wunde mache, habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, kommt eine dieser AI-Karten aus dem Spiel, die ist dann weg, ich weiß auch gar nicht, welche hier weggewischt wird. Das heißt, das Deck, also der Handlungsspielraum des Monsters, wird im Laufe des Kampfs immer weniger. Es wird also schwächer, weil eben Karten rausgemischt werden. Und bei Aeon Trespass Odyssey ist es anders, hier gibt es nämlich... Die AI-Karten sind nicht unterteilt in Basis, Basic und Advanced und Legendary, sondern in Level 1, 2 und 3. Und anfangen tut das Monster meistens mit diesen Level 1-Karten, das sind 6 an der Zahl.
Und immer wenn ich eine Wunde mache, kommt diese Karte aus dem Spiel und es kommt eine Level 2 Karte rein und so weiter. Wenn ich die Level 2 Karte verwunden würde, würde natürlich eine Level 3 Karte reinkommen. Das heißt, das Monster wird immer stärker. Und das gleiche gilt auch für diese BP-Karten, also das sind die Wundenkarten von dem Monster. Wenn ich das Monster verwunde, kommt eben auch eine stärkere Karte rein und es wird dadurch natürlich immer schwieriger, das Monster weiter zu verwunden. Das heißt, es ist eigentlich komplett umgedreht, in KDM werden alle schwächer und am Schluss laufen nur noch Krüppel und ein halbtotes Monster herum. Und in Aeon Trespass Odyssey ist es eigentlich so, dass das Monster immer aggressiver wird und die Helden immer stärker und sich dann vielleicht sogar in einen Gott verwandeln am Ende des Fights, um eben noch gewinnen zu können, weil schon alles so verrückt ist. Also es sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Spielsysteme, obwohl sie grundsätzlich ja dasselbe Spieldesign haben mit den AI und mit den Hitlocations-Karten. Und die AI-Karten sind eigentlich gleich aufgebaut wie bei KDM, also mehr oder weniger gleich aufgebaut. Es wird halt hier auch definiert, okay, wer ist das Target, dann macht das Monster eine Aktion. Und hier gibt es auch unterschiedliche, es gibt eben Range-Attacks. Wie bei KDM gibt es hier extrem viele unterschiedliche AI-Karten. Grundsätzlich kann ich sagen, dass beide Spiele, also KDM und Aeon Trespass Odyssey, schon alleine wegen den Monstern, wegen der Monster-Design zu empfehlen sind. Ich finde, dass beide Spiele das Monster-Design so unterschiedlich machen, dass auch beide Spiele eben einen Platz in der Sammlung verdient haben. Und beide machen es auf ihre Art. Den Kampf finde ich extrem gut. Also ich finde, bei KDM habe ich Sachen, die ich extrem cool finde, genauso bei Aeon Trespass Odyssey. Und sie spielen sich so unterschiedlich, dass ich einfach beide Systeme sehr gern habe. Aber zurück jetzt nochmal zu dem Aeon Trespass Odyssey System. Ich habe vorher die Windows of Opportunity erwähnt, die ich extrem gut finde bei KDM. Und hier gibt es auch so etwas in der Art. Ihr seht nämlich hier die Rufzeichen vor der Aktion. Das sind eigentlich auch Windows of Opportunities. Nur, dass ich keine Survival Action einsetzen kann, sondern mein Gear verwenden kann. Das heißt, ich kann auch im Zug des Monsters aktiv eingreifen. Da kommt dann natürlich noch die andere Mechanik dazu, des Rays of Danger und der Traumakarten, aber dazu mehr bei den Survival Actions, genau. Also nur zum Protokoll, du kannst in KDM und in Aeon Trespass Odyssey auch im Zug des Monsters handeln. Was meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Und die Backup, also die Hit-Location-Karten hier, sind genauso aufgebaut, dass du eben, je nachdem was passiert, also wenn du den Angriff failst, ob du eine Wunde machst oder ein Critical, unterschiedliche Dinge passieren. Und ja, gibt natürlich auch Crit-Effekte, wo ziemlich coole Dinge passieren, wie bei KDM eigentlich. Was vielleicht bei Aeon Trespass Odyssey noch mehr der Fall ist, wenn du einen Critical-Hit hast, bekommst du sehr oft Loot, also legendäres Loot, was bei KDM weniger ist. Da bekommst du das Loot also anders. Nicht, wenn du Sachen crittest. Dann vielleicht noch kurz, KDM ist ja so aufgebaut, dass sehr viel der Seele auch hier in den Karten drinsteckt. Wie schon gesagt, es kommen dann die Moods im Laufe des Spiels auch raus und dadurch spielt sich das Monster natürlich immer etwas anders. Eben auch durch die Zusammensetzung der Level hier, also je nachdem wie viele Advanced Karten und legendäre Karten drin sind. Bei KDM ist es etwas anders, weil wie gesagt, es sind ein paar weniger Karten hier im AI-Deck, aber dafür kommt das Spiel mit so einer Übersicht daher für jedes Monster und hier stehen dann nochmal ziemlich viele Sonderregeln oben, was KDM jetzt so nicht hat. Und ich finde, da kommt auch sehr viel Charakter mit rein bei Aeon Trespass Odyssey, weil, wie gesagt, jedes Monster nochmal so ein Sheet hat, wo besondere Regeln oben stehen. Der Typ hat zum Beispiel eine Kombo-Mechanik, wo du eben seine Attacken nochmal unterbrechen kannst, je nachdem mit welcher Waffe du gerade ausgerüstet bist. Außerdem ist hier noch vermerkt, dass das Monster sich verändert, je nach Level. Das heißt, Level 1, 2, 3, 4, das geht ziemlich weit hoch, bis Level 9, hat dann das Monster auch noch andere Fähigkeiten. Also was hier eingebaut ist mit den Deck-Zusammenstellungen, hier verändert sich eigentlich das Deck mit dem Level und bei Aeon Trespass Odyssey verändert sich eigentlich hier die Fähigkeiten. Und dann noch kurz fürs Protokoll, auch bei Aeon Trespass Odyssey gibt es Karten wie Moods etc. Das sind hier die Traits, die sind aber halt meistens schon von Anfang an im Spiel, eben
Es wird dann hier vermerkt, welche Traits und so weiter das Monster hat. Die werden dann ausgelegt. Sind auch nochmal zusätzliche Fähigkeiten. Da möchte ich nochmal kurz auf die Survival Actions eingehen, beziehungsweise auf diese Traumakarten, weil ich das extrem wichtig finde. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass bei KDM eben diese Möglichkeit besteht, dass ich im Zug des Monsters Survival Actions abgebe, wenn diese Window of Opportunity ist. Also das kannst du dir so vorstellen, wenn du KDM spielst, das Monster sagt eine Aktion an und du hast dann die Möglichkeit als Held zu sagen, aus einem Repertoire, aus verschiedenen Aktionen, die ich eben habe, halt, ich möchte jetzt mein Fenster verwenden, um eben das Monster auszutricksen oder mich besser zu positionieren oder meinen Kameraden zu helfen. Und das ist halt extrem wichtig, weil erstens, die Survival Actions sind begrenzt. Das ist eine Ressource, die im Kampf natürlich immer weniger wird. Immer wenn ich eine Survival Action einsetze, tickt es natürlich runter. Ja. Und mit steigendem Level hat man natürlich Zugriff auf einen größeren Pool an Survival Actions, aber trotzdem ist es einfach eine endliche Ressource. Und schon alleine dadurch muss man sich natürlich das gut überlegen, wann setze ich eine Survival Action ein und wann nicht. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, als Survival Action, ich kann mich bewegen, also ich kann dashen, ich kann von dem Monster weglaufen, ich kann mich besser positionieren, wie schon gesagt. Ich kann jemanden encouragen, das heißt, ich kann jemanden aufhelfen, falls dieser Knockdown ist. Ich kann dodgen, das heißt, wenn ich angegriffen werde, kann ich einfach einen Attack ausweichen. Ganz wichtig, ich kann auch einen Search machen. Das heißt, ich kann im Zug des Monsters einen Angriff vollführen. Und dann gibt es, glaube ich, eine gibt es ja noch. Search, Dash, Anchorage, Dodge. Ja, es gibt dann noch eine Survival Action. Ich glaube, das ist keine Survival Action, aber das ist eine Aktion, wo du quasi dein ganzes Survival opfern kannst, um eben eine Severe Injury zu verhindern, glaube ich, war das. Und das sind eben die Möglichkeiten, die ich habe bei KDM. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Und natürlich gibt es auch so eine Art System bei EO Trespass Odyssey auch, aber nicht in so einer Vielfalt, würde ich jetzt mal sagen, weil doch die Survival Actions in KDM einen größeren Impact haben als diese Ausrufezeichen in EO Trespass Odyssey, würde ich mal sagen. Diese Rufzeichen kann ich einsetzen, zum Beispiel für einen Reflex. Also das ist so kleine Bewegungen, meistens 1 bis 3 Felder kann ich mich neu positionieren. Oder für einen Combo Break oder so Sachen. Also ich kann schon eingreifen, aber nicht in diesem Ausmaß wie in KDM. Aber bei Aeon Trespass Odyssey ist es anders gelöst, was mir auch extrem gut gefällt. Denn wenn ich in Aeon Trespass Odyssey, deswegen habe ich jetzt auch die Traumakarten hergelegt, weil ich finde, das ist so ein bisschen der Ersatz für die legendären Survival Actions. Und zwar, jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme in Aeon Trespass Odyssey, muss ich hier so eine Karte ziehen. Je nachdem, wie viel Damage, also wie hoch mein Damage-Wert schon ist, werden diese Karten immer schlimmer. Ja, natürlich. Early Game ziehe ich noch bei den Minor-Karten, dann bei den Major und Endgame schon bei den Grave Traumas bzw. bei den Obel-Karten. Und das Coole ist einfach, wenn ich Schaden bekomme, ist ja eigentlich schlecht, ja, ich möchte ja keinen Schaden bekommen, aber ich habe hier immer die Chance, ich ziehe nämlich eine Karte, dass etwas Gutes passiert. Ich glaube, also es kann natürlich auch etwas Schlechtes passieren, aber ich habe einfach immer die Möglichkeit, hier bei den Karten etwas Gutes rauszuziehen, wodurch sich die aktuelle Situation komplett verändern kann. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, das Monster greift mich gerade an. Ich habe 5 Schaden bekommen von 9 maximalen Lebenspunkten, was ziemlich viel ist. Dann ziehe ich hier eine Karte raus und die Karte besagt, ha, ich unterbreche die AI-Karte. Die AI-Karte wird abgelegt und ich kann sofort mit meinem Helden einen Bonus-Attack ausführen. Sozusagen ein Search, also eine Survival-Action, die ich mir nicht ausgesucht habe, sondern die ich eben hier rausgezogen habe. Deswegen habe ich auch die Trauma-Karten hier jetzt verglichen mit den Survival-Actions, weil mir einfach diese Karten hier so eine Art Survival-Action bieten. Hier sind so viele coole Sachen drin. Ich kann den Bonus-Attack kriegen, ich kann mich in einen Gott verwandeln, ich kann meine Rage erhöhen, wodurch ich instant stärker werde. Es können natürlich auch schlechte Dinge passieren. Ich kann einen Kollegen Bewegungspunkte geben, ich kann ein Anchorage bekommen. Ja.
Und diese Decks verändern sich auch in der Story, das heißt, die werden, das ist so eine Art Deckbuilding, ja. Je nachdem, welchen Cycle ich spiele, sind hier auch andere Karten drin, genau. Und das finde ich bei Aeon Trespass Odyssey exzellent designt. Also diese Traumakarten sind einfach eine Idee, die super gut umgesetzt worden ist, weil, wie schon gesagt, du immer die Möglichkeit hast, wenn du in die Fresse bekommst, dass etwas Legendäres passiert. Und dieses Gefühl ist einfach cool. Da fühlst du dich einfach gut. Das ist auch das, was ich angesprochen habe mit der Hoffnung, die immer vorhanden ist in Aeon Trespass Odyssey. Es besteht immer die Hoffnung. Wenn ich in Aeon Trespass Odyssey sterbe, habe ich die Chance, dass ich mich in einen Gott verwandle. Wie geil ist das eigentlich? Genau, und so haben eben beide Spielsysteme ihre Highlights im Fight. Ich finde grundsätzlich, vom Monster-Design sind sie ziemlich ebenbürtig. Was die AE-Karten, die Hit-Location-Karten und das Monster-Design angeht, manche Monster sind in Aeon Trespass Odyssey geiler, manche Monster sind in KDM besser umgesetzt. In jeder Box gibt es extrem coole Monster-Designs. Aber was eben die Spielsysteme unterscheidet, ist meiner Meinung nach hier die Survival Actions bei KDM und hier dieses Trauma-Deck. Das sind einfach so zwei Systeme, die eigenständig für diese beiden Spiele sind und ja, die zeichnen dann eben auch irgendwo den Kampf aus. Wie schaut es mit unseren Helden in den beiden Spielen aus? Ich finde, da unterscheiden sich diese beiden Systeme doch eigentlich stark. In KDM ist das Ganze so aufgebaut, dass jeder Survivor, also Held, so ein Sheet bekommt. Und im Laufe des Spiels schreibe ich eben hier meine ganzen Werte rauf. Das heißt, die Survivor, wenn etwas Gutes passiert oder etwas Schlechtes passiert, wird es hier vermerkt. Und wir haben hier oben zum Beispiel die Werte, also Bewegung, Accuracy, Strength, Evasion, Luck und Speed. Sind so meine Grundwerte, die mir sagen, wie gut treffe ich, wie stark treffe ich, wie gut kann ich ausweichen, wie viel Glück habe ich, also wie gut kann ich critten, beziehungsweise wie schnell kann ich angreifen. Und diese Werte sind einfach permanent, die können sich ins Positive und ins Negative verändern. Ich habe hier oben auch mein Age, das heißt, mein Survivor altert mit der Zeit, er wird immer stärker, aber es wird irgendwann soweit sein, dass er retired. Das heißt, er kann dann nicht mehr mitkämpfen, weil er einfach zu alt ist. Ich habe dann hier meine Hit-Locations, also mein Armor-Wert, der wird eigentlich vom Gear beeinflusst, über das Gear werden wir nachher noch sprechen. Ich kann hier Fähigkeiten ansammeln und genauso auch Disorders, das heißt sind negative Sachen für meinen Survivor. Das Wichtige ist einfach, dass ich im Laufe des Spiels hier dann ganz viele unterschiedliche Survivor habe. Jeder Survivor wird unterschiedlich sein, es wird sich kein Survivor so anfühlen wie der andere. Und das macht natürlich auch das Spiel aus, dass ich im Laufe der Kampagne einfach hier Survivor erstelle, kreiere, die entstehen einfach, die wachsen mir ans Herz und sie werden sterben. Die Survivor werden einfach sterben und das ist immer sehr tragisch und da muss man sich trennen von diesen coolen Survivern. Und es ist immer wieder, ja, wie schon gesagt, tragisch. Aber das macht eben das Spiel bei KDM aus, dass wir alle immer mit so einem weißen Blatt Papier starten, wo noch nichts oben steht und dann bei jedem Hand-Event, bei jedem Showdown, bei jedem Random-Event meistens hier eigentlich immer etwas draufschreiben und sich so unser Survivor im Laufe der Kampagne verändert und mit uns heranwächst. Es gibt hier dann so viele Werte wie Courage, Understanding, wo dann immer wieder Story-Events getriggert werden. Ich kann mich mit einer Waffe vertraut machen und dann dort zum Waffenmeister werden, eben in dieser Klasse. Es gibt dann hier, weiß nicht wie viele Dinge, was ich alles aufschreiben kann. Und ja, wie schon gesagt, das ist extrem gut umgesetzt, weil es hier immer wieder solche Milestones gibt, die triggern, wo etwas Besonderes passiert, wo wieder ein Würfelwurf zu machen ist und wo sich dann eben der Survivor verändert. Ich habe hier auch dann noch permanente Injuries, die eben auch, wie der Name schon sagt, meistens permanent sind. Super gut umgesetzt. Wie schon gesagt, der große Vorteil ist einfach, jeder Survivor ist anders, jeder Survivor fängt gleich an und wird sich im Laufe der Kampagne anders entwickeln.
Bei E und Espace Odyssey ist das Ganze etwas anders designt. Grundsätzlich gibt es nämlich die Argonauten. Und das schaut ziemlich gleich aus. Das ist nämlich auch so ein Sheet, wo ich dann einfach hier meine Sachen draufschreibe. Aber das ist viel reduzierter. Ich habe hier meine Skills. Die Skills sind eigentlich zu 80% in der Story relevant, wenn ich irgendwelche Tests machen muss. Hier und da natürlich auch bei AI-Karten wird das abgefragt. Und ja, nicht so einen starken Einfluss wie eben diese permanenten Buffs mit Speed und Strengths etc. Und ich kann hier Abilities hinschreiben. Aber das Ganze ist meiner Meinung nach underdeveloped, weil ich schreibe hier im Laufe des Spiels bei meinen Argonauten gar nicht so viel hin. Da verändert sich nicht so viel. Die sind auch nicht so unterschiedlich meiner Meinung nach. Ich habe hier noch meine Nemos-Karten, also meine Abilities, die ich hier natürlich level. Das ist ganz cool umgesetzt. Wie schon vorher erwähnt, sind das einfach die Fähigkeiten, wo ich dann auch immer wieder Stories triggern kann. Aber der Selling Point ist eigentlich bei E&T Espace Odyssey, was es eben auch dann unterscheidet zu KDM, sind hier diese Titans, weil jeder meiner Argonauten steigt in einen Titan ein. Und hier gibt es einige Titans in dieser Box und das sind einfach solche Titanen, in die ich reinsteigen kann. Und jeder dieser Titan hat eben andere Fähigkeiten. Das sind vordefinierte Fähigkeiten, die stehen einfach fest und die haben eben unterschiedliche Playstyles. Und die schalte ich dann eben auch im Laufe der Kampagne frei. Das ist auch ganz cool. Und dann kann ich mich frei entscheiden, wenn ich eben Zugriff habe auf diese Klasse. Welche Klasse möchte ich denn jetzt gegen welches Monster mitnehmen? Ich finde das auch ganz cool, weil sich die dann eben unterschiedlich spielen. Und ja, die entwickeln sich eben nicht random, sondern die habe ich. Und die kombiniere ich dann eben mit meinem Argonauten. Was ganz cool ist, jeder dieser Titans hat hier einen eigenen Traumatable. Der Traumatable definiert eben, wenn ich Schaden bekomme, welche Karten ich ziehe. Die Karten habe ich ja vorher schon vorgestellt. Hat auch einen Kratos-Table, der ist auch bei jedem Titan anders. Und je nachdem, wie viel Rage ich habe, das ist eigentlich so eine kooperative Komponente. Je nachdem, wie viel Rage ich habe, kann ich dann eben den Kratos-Pool beeinflussen. Das sind einfach so Tokens, die den Zug des kommenden Titans beeinflussen können, dass dieser besser trifft, dass dieser härter trifft, dass ich da andere Titan noch neu positionieren kann, etc. Und da kommt halt jeder Titan mit eigenen Fähigkeiten, mit eigenen Werten, Traumatable und Kratos-Table daher, was das Ganze natürlich auch sehr frisch und interessant hält. Und dann kommt natürlich noch dazu dieses Triskelion, das heißt, das sind die Werte Rage, Fate und Danger. Danger ist eben der Wert, der definiert, wie viel Schaden ich schon bekommen habe. Rage gibt mir an, wie wütend ich bin, beziehungsweise wie stark ich bin im Fight. Und das Fate ist eben, ja, Fate. Das Schicksal wird auf die Probe gestellt. Und je höher dieser Wert ist, desto riskanter wird das Ganze. Das sind die zwei Systeme, eben die extrem unterschiedlichen Survivor. Und hier hast du die unterschiedlichen Titans, die du dann kombinierst mit deinen Argonauten. Über das Gear müssen wir natürlich auch sprechen, denn es gibt Unterschiede. Bei KDM ist das Ganze so aufgebaut, dass ich 9 Gear-Slots habe, das heißt, ich kann hier 9 dieser Items ausrüsten. Und was eigentlich das Besondere ist, das ist ein 9er Grid. Ja? Das heißt, ich kann 3x3 ausrüsten. Und ihr seht schon, es gibt hier solche Farbcodes auf der Seite dieser Items. Und wenn ich die eben dann gut kombiniere, also zum Beispiel die richtige Farbe an die richtige Farbe andocke, also rot auf rot, dann schalte ich hier eben noch besondere Fähigkeiten frei. Ihr seht jetzt zum Beispiel bei dieser Rüstung, wenn ihr hier rechts ein rotes Teil anschließt und von oben ein blaues Teil, dann schaltet ihr eben die Fähigkeit hier unten frei. Und das ergibt dann eben ein spannendes Puzzle, wo ich mir aus diesen ganzen Gears, die es hier gibt, in diesen Heftchen drin, überlegen muss, welche Items kaufe ich denn eigentlich, wie kombiniere ich die, wie ordne ich mein Gear Grid an, also meine 3x3, meine 9 Items, damit ich eben den gewünschten Effekt habe. Und das ist ziemlich cool umgesetzt und ladet einfach zum Experimentieren ein. Man kann dann auch, wenn man die richtigen Items kombiniert, noch solche Armor-Sets freischalten. Das heißt, man bekommt dann nochmal besondere Boni, wenn man die richtigen Items ausgerüstet hatte. Auch ziemlich cool. Von den Fähigkeiten der Items
schenken sich die beiden Spiele eigentlich nichts. Es gibt sehr viele Keywords, die dann im Regelheft drinstehen. Item-Vielfalt ist ziemlich cool. Das Spiel ist so aufgebaut, dass du eben deine Items mit den Ressourcen, die du bei den Monstern findest, craften tust. Das ist genauso gleich bei Aeon Trespass Odyssey, so wie bei KDM. Und da gibt es halt komplett unterschiedliche Builds, ja. Ich glaube, da muss ich da eh nicht so ein. Es gibt unterschiedliche Waffen, es gibt den Ranger, es gibt den Tank, es gibt den Damage Dealer, es gibt einen Dagger, es gibt ein Schwert. Und wie schon gesagt, kannst du diese ganzen Waffen auch leveln. Also du kannst Master werden, Proficient werden damit. Und ja, das Besondere ist eigentlich dieses 9er Grid, wo du dein, dass du eben perfekt anordnen willst oder musst, um dann eben die Fähigkeiten freizuschalten. Das ist das KDM-System. Und bei Aeon Trespass Odyssey, der weiße Ordner dann natürlich dazu, ist es so aufgebaut, hier hast du grundsätzlich mal zwei Hände frei. Du hast Platz für eine Rüstung und du hast Platz für zwei Support-Items. Und dann hast du noch Platz für zwei Upgrades für deinen Titan. Das heißt, du bist auf 7 Items. Also grundsätzlich hast du etwas weniger Gear-Slots als bei KDM. Es gibt aber dann auch immer wieder Items, die dir dann eben noch einen zusätzlichen Gear-Slot geben. Hier hast du dann die Möglichkeit, dass du 3 Support-Items ausrüstest, wodurch du dann schon auf 8 Items bist, mit anderen Upgrades. Ich bin jetzt mit KDM und mit Aeon Trespass Odyssey genug vertraut, dass ich denke, dass sich die Loadouts nicht viel nehmen. Du hast bei KDM eben diesen Gimmick-Faktor dabei, dass du dein Gear-Grid so anordnen musst, dass diese Farben aneinander passen, was du hier bei Aeon Trespass Odyssey nicht hast. Hier ist es komplett egal, wie du deine Items hinlegst, das spielt keine Rolle. Aber es gibt auch hier, also die Anordnung der Items spielt keine Rolle, aber es spielt schon eine Rolle, welche Items du ausrüstest, weil es gibt dann auch solche Set-Boni, die dann eben besagen, wenn du eben 3 dieser violetten Items ausgerüstet hast, bekommst du noch eine besondere Fähigkeit. Wie schon gesagt, ich finde beide Itemsysteme ziemlich gut designt, laden auch beide Systeme ein zum Experimentieren. Keywords gibt es in beiden Spielen in Hülle und Fülle. Und was auch noch dazu kommt, ist, naja, was eigentlich mehr der Fall ist bei Aeon Trespass Odyssey, ist, dass du dein Loadout öfter anpassen musst oder intensiver anpassen musst, je nachdem welches Monster du gerade bekämpfst, als in KDM, meiner Meinung nach. In KDM kannst du doch, wenn du ein gutes Loadout für deinen Survivor hast, kannst du mit dem relativ viele Monster besiegen oder bestreiten. In Aeon Trespass Odyssey musst du doch sehr viele Items immer wieder austauschen, weil es einfach sehr relevant ist, sonst kannst du das Monster nicht besiegen oder wirst es sehr schwierig haben, das Monster zu besiegen. Sonst finde ich die Gear-Spirale eigentlich ziemlich identisch bei KDM und bei Aeon Trespass Odyssey. Im Laufe der Kampagne schaltest du natürlich besseres Gear frei. Du holst dir die Ressourcen von den Monstern, musst dann diese Items craften und schauen halt, dass du die besten Loadouts für die Monster bereitstellst. Das ist ziemlich straightforward. Es gibt bei Aeon Trespass Odyssey sowie bei KDM die Unique Items, die legendären Items. Welches Itemsystem jetzt besser ist, ist schwierig zu sagen. Ich finde beide Itemsysteme ziemlich lustig. Sie haben auch hier eigentlich in Aeon Trespass Odyssey ganz interessante Items eingebaut, wo du dann auch auf den Items Quests umhast, also wo du eben mit dieser Waffe dich vertrauen musst, wodurch die Waffe dann auch nochmal leveln kann. Das sind die Evolving Weapons. Da gibt es in beiden Systemen sehr viel zu entdecken. Und deswegen habe ich ja gesagt, kauft euch beide Spiele, weil einfach beide Spiele es wert sind. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch das Battleboard. Grundsätzlich sind die Boards ziemlich gleich aufgebaut. Ja, es sind hier einfach solche Vierecke, über die ich mich bewegen kann mit meinen Figuren und dann eben gegen das Monster kämpfe. Aber
über was ich eigentlich sprechen wollte, ist nicht das Battleboard, sondern die Terrains. Das heißt, das Gelände, was hier platziert wird und das Schlachtfeld verändert, weil grundsätzlich ist das ja nur ein Brett mit Vierecken, wo ich meine Figur bewege. Ja? Hier ist nichts oben, ist immer dasselbe Board und wird eben verändert durch diese, durch die Monster und natürlich durch diese Plätzchen, die ich hier hochlege. Und da finde ich, dass KDM relativ schwach ist bei den Terrains, weil kennt die irgendjemand, verwendet die irgendjemand, die werden hier meistens nur an den Rand platziert. Und da ist KDM relativ unspektakulär, da gibt es dann Gras, da kann ich in das Gras laufen, da kann ich mich etwas verstecken drinnen, da habe ich einen besseren Evasion-Wert. Aber ist jetzt nichts Weltbewegendes, was hier passiert mit den Terrain-Teils. Und da gibt es halt einige Terrains, die finden wir sehr uninspirierend, das ist gar nicht so cool umgesetzt, unserer Meinung nach. Ja, dann gibt es noch so ein Teil, da kannst du rauf, da kannst du etwas besser mit einem Bogen treffen. Aber grundsätzlich ist das Terrain im Grundspiel bei KDM eigentlich ziemlich irrelevant. Und da finde ich, haben sie es bei Aeon Trespass Odyssey besser hinbekommen, weil da gibt es dann zum Beispiel hier solche Labyrinth-Teils, die im Laufe des Spiels auf die Map raufkommen und dann wird hier ein fettes Labyrinth aufgeteilt, was halt wirklich die Bewegung meiner Titanen massiv verändert, wo ich dann nicht mehr über diese roten Linien drüber kann. Es gibt dann Steine, auf die ich draufspringen kann und von diesen Steinen kann ich dann auf das Monster raufspringen. Das heißt, ich kriege einen Bonus auf meinen Wurf. Ich kann von diesen erhobenen Steinen auf das Monster draufspringen, kann von oben das Monster dann bekämpfen. Es gibt Berge, hinter denen ich mich verstecken kann, wenn ein Laser-Attack kommt. Es gibt Sachen, die werfen dann einen Schatten hinter dem. Also, es gibt ein Monster, das dich mit der Sonne verbrennen will, oder das wirft einen Lichtstrahl und du kannst dich hinter einem Objekt verstecken, damit du im Schatten bist, wirst dann nicht von diesem Angriff getroffen. Es gibt eine Time Wall, die von links nach rechts fliegt, die alles wegfräst, was im Weg steht. Das heißt, ich muss mich von im Laufe des Kampfes massiv von links nach rechts bewegen, weil sonst werde ich einfach von dieser Timefront überrannt. Es gibt Höhenunterschiede, also eine Art King of the Hill, wo ich mit meinen Helden gegen ein Monster kämpfe. Das Monster möchte mich die ganze Zeit vom Berg oben runterstoßen, ins Tal, über die Klippe drüber, wodurch ich tot bin. Ich finde, dass Terrain in Aeon Trespass Odyssey extrem gut umgesetzt ist, weil es einfach relevant ist. Und ich glaube, das fasst gut zusammen. In KDM gibt es zwar solche Plätzchen, die man hinlegt, sind aber ziemlich irrelevant. Und in Aeon Trespass Odyssey ist das Terrain, was man hinlegt, eigentlich ziemlich relevant und verändert auch das Spielfeld ziemlich stark, was halt dann auch ganz cool ist, weil eben die unterschiedlichen Monster dann auch nochmal sich anders spielen, je nachdem, eben auch wegen dem Terrain. Das finde ich, haben sie ganz gut hingekriegt. Dann vielleicht noch kurz zur Exploration. Ich habe das jetzt so zusammengefasst: Exploration bei KDM das Handboard und bei Aeon Trespass Odyssey diese Overworld Map, wo du mit deinem Schiff herumfährst. Und bei KDM ist die Exploration eigentlich so, dass ich mich die Handphase, ich jage quasi das Monster, ich bewege mich hier auf diesem Feld immer weiter zu meinem Monster hin und da triggern dann diese Random Events, die ich glaube ich schon mal erwähnt habe, das sind dann eben diese 100 Events, die passieren können in diesem Spiel. Das wird random ausgewürfelt und es gibt dann auch noch andere, ich kann hier Herb Gathering, da kann ich dann noch Spezialevents triggern, aber das ist so mehr oder weniger die Explorationsphase, wo dann einfach Events passieren, die unvorhersehbar sind und wo ich dann einfach drauf reagieren muss oder mit den Konsequenzen eigentlich leben muss. Das ist die Exploration bei KDM. Und bei Aeon Trespass Odyssey läuft das Ganze etwas anderes. Das gibt's, also diese Handphase gibt es nur bei KDM. Und bei Aeon Trespass Odyssey gibt es so eine Overworld Map. Da bewege ich mich mit einem Schiff, also mit einem
Schiffchen hier herum. Das ist nochmal so eine eigene Exploration. Also das ist so eine ganze Map, die aus 80 Karten besteht oder mehr. Mal drei, weil drei Cycles. Und da bewege ich mich so über die Overworld Map hin und her. Das heißt, ich springe hier immer. Und auf diesen Kärtchen können dann unterschiedliche Dinge triggern. Da werden dann auch Stories getriggert oder ich finde Ressourcen oder es kommt ein Sidequest etc. Und das ist eben die Exploration bei Aeon Trespass Odyssey. Das hat halt KDM gar nicht, diese Overworld Map. Ist aber nicht zu unterschätzen bei Aeon Trespass Odyssey, weil hier dann auch krasse Dinge passieren, wenn ich die Main Story spiele, wo ich dann eben Dinge suchen muss auf dieser Overworld Map oder von etwas davonlaufen muss etc. Also hier wird auch dann spielmechanisch im Laufe des Spiels variiert. Das ist nicht nur plumpes, ich fahre jetzt ein Feld und das war's, sondern da gibt es dann auch geskriptete Events, die das Ganze hier beeinflussen. Ich kann durch die Zeit reisen, ich muss durch Schleusen durchgehen. Wie gesagt, dann habe ich auch eine komplette Open World in einem Cycle und hier passieren. Das treibt halt auch die Story voran. Ich muss hier Progress sammeln, ich kann hier Doom sammeln, wodurch der Antagonist näher kommt, etc. Das ist die Overworld Map bei Aeon Trespass Odyssey. Gehört natürlich auch ganz klar zum Spiel dazu und ist auch wichtig, hat KDM so nicht. Dafür hat KDM eben dieses Handboard, was Aeon Trespass Odyssey nicht hat. Also das heißt, wenn ihr hier das gerne habt, so mit Overworld Map, dass ihr euch da noch auf einer eigenen Map mit eurem Schiff herumbewegt und frei entscheiden könnt, wo ihr euch hinbewegt, was ihr als nächstes machen wollt. Auf alle Fälle KDE, also Aeon Trespass Odyssey sich anschauen. Ganz wichtig ist natürlich noch die Settlement-Phase bei KDM. In der Settlement-Phase ist es nämlich so, dass ich im Laufe des Spiels hier solche Orte freischalte und bei diesen Orten kann ich mir dann eben neues Gear craften oder ich habe noch Aktionen zur Verfügung, die ich mit meinen überlebenden Survivern noch triggern kann. Das heißt, es ist so eine Siedlungsphase, wo ich einfach Aktionen zur Verfügung habe, mich entscheiden muss, eben wieder, was mache ich mit meiner Siedlung, wie bringe ich meine Siedlung voran. Und da ist natürlich auch ganz wichtig dieses Innovation Deck. Dieses Innovation Deck verändert sich auch im Laufe des Spiels und da ziehe ich dann die Karten raus und kann mich entscheiden als Gruppe, was möchte ich denn erforschen. Und je nachdem, was ich erforsche, wird natürlich dann auch das Deck verändert. Weil meistens, wenn ich eine Innovation erforsche, kommen wieder weitere Karten in mein Innovation Deck. Und dadurch ist natürlich auch jede Siedlung etwas anders. Early Game gleichen sich die natürlich, aber das Innovation Deck ist auch sehr cool bei KDM, weil ich eben durch diese Innovation Decks meine Siedlung, und um die Siedlung geht es ja bei KDM, die Siedlung muss überleben, immer neu aufbaue und weiterentwickle. Und es gibt auch bei Aeon Trespass Odyssey eine Art Innovation Deck. Hier gibt es nämlich diesen Tech Tree und da habe ich genauso Karten, die ich eben freischalten kann und die sich dann auch im Laufe des Spiels verändern. Wenn ich Karten freischalte, kommen wieder neu in das Tech Deck rein. Die Settlement Phase gibt es so in dieser Art, es gibt es etwas anders. Es gibt eben die Argo und auf der Argo habe ich auch meine Ressourcen, meine Titanen, ich schauen muss, dass alle meine Werte im Positiven bleiben, ist aber etwas mehr in die, wie schon vorher erwähnt, Explorationsphase eingebunden, das Settlement, weil das mehr oder weniger verschmilzt. Wenn ich mich hier auf der Overworld Map fortbewege, kann ich in Städte kommen. In den Städten kann ich dann meine freigeschalteten Innovations verwenden. Und diese Innovations haben eben auch oft Einfluss auf die Fortbewegung oder was ich eben triggern kann, welche Events ich finden kann auf dieser Overworld Map. Und da hast du eben zum einen hier das KDM, wo du deine Siedlung aufbaust, wo du Orte freischaltest, Innovations entwickelst und dein Gear craftest natürlich. Und hast du bei Aeon Trespass Odyssey auch deine Tech Trees, deine Overworld Map, wo du auch viele Dinge machen kannst. Also ich finde auch, dass sich die Spiele hier nicht viel schenken. Bei KDM ist es eben eine dezidierte Phase, wo ich eigentlich nur diskutiere,
welche Aktionen mache ich jetzt, welches Gear crafte ich jetzt, welche Innovations habe ich zur Verfügung oder was möchte ich freischalten. Genau, das muss halt auch den Leuten gefallen, dass ich hier wirklich nur diskutiere und das kann oft schon länger dauern, weil ich habe nur sehr wenig Ressourcen in den meisten Fällen und da muss man sich eben aushandeln, welche Items brauche ich jetzt oder welche Endeavor gebe ich für welche Aktion aus. Und bei Aeon Trespass Odyssey hast du jetzt so wirklich diese Entwicklungsphase nicht in diesem Ausmaß, sondern immer wieder zwischendurch. Etwas Story, etwas craften und wieder fighten. Oder sich hier auf der Overworld Map fortbewegen. Und hier hast du halt meistens nach dem Fight, da hast du eine große Phase. Jetzt advancen wir the Settlement. Wie gesagt, wieder beide Systeme schenken sich nicht viel, haben beide das Innovation Stack. Ich finde beide Sachen cool. Ich habe das sehr gern bei KDM, wenn ich mir mit den Ressourcen ausrechne, was ich denn jetzt alles bauen kann, was geht sich denn alles aus, kann ich das dann noch kombinieren, da hat das eine Item noch dazu kaufen, das passt gut in meinen neuen Grid rein, da schalte ich dann nochmal eine Fähigkeit frei. Mir macht das ganz viel Spaß. Mein Bruder ist da meistens genervt von und sagt, ich gehe jetzt mal was essen, überleg du dir, welche Items wir craften, was ja auch in Ordnung ist. Aber gut, bei Aeon Trespass Odyssey hast du eigentlich dasselbe Problem, muss ich auch einer überlegen, welche Items denn man jetzt craftet. So, und ich denke, ich habe jetzt genug über die beiden Spiele gesprochen und habe die Systeme verglichen. Jetzt möchte ich die Zeit noch verwenden, um ein paar Highlights herauszuarbeiten, die eben diese beiden Spiele einzigartig machen, unique machen. Jetzt ganz abgesehen von Vergleichen, vielleicht noch einige Dinge, die ich übersehen habe, einige Dinge, die ich einfach cool finde bei diesen Spielen. Wie gesagt, sind zwei meiner Lieblingsspiele. Bei KDM, einfach extrem cool, sind diese Story-Events, die du immer wieder triggern kannst. Einerseits finde ich es super cool, dass es hier einfach diese Farbseiten gibt. Ich mag diese Illustration, ich mag visuelles Storytelling. Und da ist einfach, wenn du diese Box bekommst, und dann das erste Mal diese ganzen Events, Triggers, das ist einfach ein Erlebnis, das man als Brettspieler einfach mal erlebt haben muss, meiner Meinung nach. Du möchtest einfach wissen, oh, welche Events gibt's denn in diesem Buch noch? Du musst dein Settlement advancen. Das heißt, du musst natürlich auch Kinder bekommen, weil es sterben ja die Survivor nach der Reihe. Es kann passieren, dass dann hier ein ganz besonderer Survivor geboren wird. Das ist ein Event, was natürlich in die Geschichte eingeht beim Spielen. Du hast hier Systeme drin in KDM, die dann immer wieder aufpoppen. Du kannst dann zum Kochen anfangen im Laufe der Kampagne. Ich möchte hier nicht zu viel spoilern, aber es gibt hier sehr viele Story-Events, die einfach im Gedächtnis bleiben. Und du hast immer die Chance, in KDM einen Einser zu würfeln, was extrem schlecht ist und meistens in den Tod resultiert. Aber du hast auch immer die Chance auf den legendären Zehner, wo dann epische Dinge passieren. Dann haben wir hier auch noch die Fighting Arts, die du freischalten kannst für deine Survivor. Also das sind noch solche Fähigkeiten, die du im Laufe des Spiels ansammelst. Grundsätzlich finde ich auch eins der coolsten Systeme eben dieses Survivor Sheet, dass jeder Survivor einzigartig ist und die sich immer anders entwickeln. Und das macht irgendwie auch die Sucht aus bei KDM, dass du nach jedem Fight, nach jedem Würfelwurf immer wieder dieses Sheet veränderst, positiv oder negativ. Also du freust dich immer oder du ärgerst dich. Meistens ärgerst du dich. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Secret Fighting Arts, was dann nochmal stärkere oder besondere Fähigkeiten sind, die man freischalten kann. Dann hat jedes Monster seine eigenen Hand-Events. Das heißt, eben in dieser Handphase, Explorationsphase, legst du dann auch diese Karten nochmal aus, wodurch jeder Hand auch nochmal auf das Monster etwas zugeschnitten ist. Und natürlich ganz besonders auch das erste Mal jedes Monster zu bekämpfen, ist in KDM natürlich auch ein großer Anreiz. Was natürlich auch noch dazu kommt, was ich vielleicht noch gar nicht so erwähnt habe, KDM ist ein extrem schweres Spiel und da macht es natürlich auch den Reiz aus, dieses Spiel zu beenden, zu überwinden, den Kampf zu überstehen.
Und da ist es natürlich auch relevant, dass ich als Spieler die Erfahrung sammle, um besser zu werden. Ich kann sein, dass ich hier einfach mehrere Anläufe brauche, um das Spiel zu beenden. Aber natürlich gehört der Glücksfaktor dazu. Aber zu einem großen Anteil ist es auch einfach die Erfahrung, die ich als Spieler sammle, die mich besser macht in diesem Spiel. Wenn ich ein Monster schon oft bekämpft habe, kann ich einfach vorhersehen, was das Monster tut. Ich kann mein Loadout anpassen. Ich kann absehen, welche Survivor nehme ich denn mit. Ich kann mich dann auch so positionieren und so spielen, dass ich das Monster einfach besiegen kann. Und das ist einfach die Erfahrung, die du in KDM sammelst, die dich dann auch weiterbringt. Und immer wieder ein Stück weiterbringt, bis du die Kampagne beendet hast. Und dann fühlt sich das Ganze natürlich gut an. Das macht natürlich auch den Reiz von KDM aus, dass KDM ein sehr schwieriges Spiel ist und du einfach die Motivation hast, das Spiel beenden zu wollen. So war es zumindest bei mir. Und ja, das macht eben KDM aus für mich. Und dann gibt es da eben noch Aeon Trespass Odyssey. Ich finde, in diesem Spiel ist auch so viel Craziness drin. Die ganzen Systeme, die ineinander greifen, also die Overworld Map mit der Story, die Kämpfe dazu. Du hast, wie erwähnt, diese ganzen Story-Events, die triggern hier, diese verschiedenen Karten hier mit den Inward Odyssey, mit der Hauptkampagne, mit der Doom Progression. Du bekommst immer irgendwo ein Goodie, was dich nicht mehr loslässt und wo du weiterspielen willst. Dort gibt es ein Quest-Token, da gibt es ein neues Item, eine neue Technologie und du willst immer weiterspielen und sagst dann, ja, ich spiele noch die eine Story-Passage, den einen Quest noch fertig und dann kommt das nächste. Und das, finde ich, macht das Spiel extrem gut, dass du in diesem Loop drinnen bist, wo du einfach nicht aufhören willst, bis du das Ende gesehen hast. Was natürlich auch noch erwähnenswert ist oder ein großer Spaßfaktor des Spiels, sind einfach hier diese Godforms. Wie schon erwähnt, du kannst dich im Laufe des Spiels, wenn es gut läuft, in einen Gott verwandeln und dieser Gott kommt dann natürlich auch mit eigenen Fähigkeiten daher. Da bist du dann für ein paar Züge extrem stark. Du kannst dir dann auch auswählen, in welchen Gott möchte ich mich verwandeln, je nachdem gegen welches Monster ich kämpfe oder wie meine Werte des Survivors gerade stehen, Survivors-Helden. Super coole Idee mit den Godforms und übrigens auch die Artworks extrem geil. Aber es hört ja nicht mit den Godforms auf. Du hast nämlich auch dann noch Summons, diese Nymphen. Die haben extrem starke Effekte und die kannst du dann auch herbeirufen, wenn du sie brauchst. Finde ich auch extrem cool umgesetzt, eben wieder das Artwork atemberaubend. Also diese Godforms und diese Nymphen, dann finde ich extrem gut, wie ich schon gesagt habe, umgesetzt im Video, das Terrain, das wirklich gut ist. Dann gibt es natürlich noch die Traumakarten, wie schon erwähnt, extrem gut. Es gibt die Monster Vantage Points, das heißt, ich kann mich wirklich auf das Monster stürzen, also physisch auf das Monster stürzen. Und es von oben bekämpfen. Das Triskelion-Rad ist ziemlich innovativ, weil, wie schon gesagt, die Rage definiert, wie stark ich werde, die Danger immer eine Karte ziehen lässt und durch das Fate kann ich den Glücksfaktor beeinflussen. Und das ist eigentlich ein Faktor, den ich noch hervorheben möchte bei Aeon Trespass Odyssey, ist die Hoffnung. Die Hoffnung, die vielleicht bei KDM oft fehlt, hast du in diesem Spiel immer. Wie ich es in dem Video schon erwähnt habe, wenn dir etwas Schlimmes passiert, besteht immer eine Chance, dass es sich in etwas Gutes umwandelt. Und das, finde ich, einfach ist ein super starkes Spieldesign. Wenn du stirbst, hast du die Chance, dich in einen Gott zu wandeln. Wenn du stirbst, hast du die Chance, einen Summon zu casten, der deinen Tod verhindert. Wenn das dein Lieblingscharakter ist, kannst du das verhindern, wenn du willst. Du hast die Möglichkeit, durch jede Traumakarte, dass etwas Spektakuläres passiert. Und das finde ich einfach auch extrem gutes Design, dass du den Spieler bestrafst, ihm aber dann immer wieder die Möglichkeit gibst, diese Bestrafung in etwas Positives umzuwandeln. Und das ist einfach
super gebalanced. Das Spiel ist super gebalanced. Also es ist nie, das Spiel ist auch knochenhart, aber es ist nie so unfair, dass du jetzt irgendwo die Motivation verlierst, das weiterzuspielen. Und das ist für mich Aeon Trespass Odyssey und deswegen sind beide Spiele bei mir in der Sammlung. Ich habe beide Spiele extrem gern. Und ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wahrscheinlich sind eh nicht mehr viele Leute hier, die das Video noch schauen, weil es ist schon ziemlich lang geworden, glaube ich. Welches Spiel hast du zu Hause? Hast du beide Spiele? Liebst du beide Spiele? Warum? Weshalb? Wieso? Schreib mal in die Kommentare rein. Würde mich natürlich interessieren. Und dann sage ich einfach, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Peace out.